Mein Name ist Manfred Füger, ich bin Jahrgang 1947, also 70 Jahre alt, und habe zum ersten Mal gewählt 1969 hier in Berlin. Das Besondere an meiner ersten Wahl war natürlich überhaupt das Erlebnis, zum ersten Mal wählen zu dürfen. Das durfte man ja damals erst mit 21. Das Zweite, was mir sehr lebendig in Erinnerung ist, dass ich mindestens diese Wahl in einem tatsächlichen Wahllokal, also in einer Kneipe stattfand, was man ja später nicht mehr konnte. Das war schon eine besondere Atmosphäre, weil es war einfach kommunikativer und man hat sich da auch mit Freunden verabredet oder mit seinem Partner. Man hatte schon als Problem empfunden, dass man damals, was man sicher gern getan hätte als Westberliner auch, den Bundestag direkt zu wählen, das ging nicht, sodass man also nur das Berliner Abgeordnetenhaus wählen konnte. Aber auch das hat natürlich indirekt die Frage bewirkt, wer ist in den Bundestag eingezogen. Und am Ende war ich jedenfalls und viele meiner Freunde auch, glaube ich, sehr glücklich mit dem Wahlergebnis, dass nach der langen CDU-Kanzlerschaft endlich ein Sozialdemokrat mit Willy Brandt Bundeskanzler werden konnte. Meine Erinnerung an diese erste Wahl und die Zeit davor ist natürlich sehr geprägt von den vielen Studentenunruhen innerhalb der Universitäten, aber auch auf den Straßen. Vor allen Dingen die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, natürlich die Zersplitterung auch der studentischen oder revolutionären Bewegung in viele Kleinstgruppen. Und es war schon eine sehr, sehr unruhige Zeit, aber auch eben eine sehr politische Zeit. Und manchmal denke ich mir heute, wo es auch so viel Reformbedarf auf vielen Feldern der Politik gibt, dass etwas mehr Aufbegehren und Unruhe, vielleicht auch politisches Interesse in der jüngeren Generation ganz gut wäre. Aber ich glaube, das kommt auch wieder.